Hallo und herzlich willkommen bei meinem Tutorial-Video. Letztens habe ich euch gezeigt, meinen Gel-Plugin. Ja, da hat es nicht so richtig funktioniert, aber naja. Aber heute zeige ich euch den Elvatos-Plugin 1.4.3. Das ist ein Aufzug-Plugin, also ein Lift, wo ihr zum Beispiel in einem Hotel jetzt statt die Treppen benutzen wollt, einfach den Aufzug erstellen wollt. So, fangen wir mal an. Download-Link steht unten in der Beschreibung. Dann geht ihr hier, klickt ihr hier drauf auf Download. Wenn ihr es gedownloadet habt, geht ihr auf euren Starter-Server und tut es in den Plugin-Ordner rein. Zieht ihr das da denn da rein? Und startet dann euren Server. So. Dauert noch ein kleines Momentchen. Ah, genau. So. Jetzt sind wir in meiner Map. Falls ihr auch Lust habt, hier auf dem Server drauf, also spielen wollt, ja, steht dann auch unten in der Beschreibung, sage ich euch dann. Aber ihr braucht dazu Tangle. Ich mache das nicht mit Hamachi, sondern mit Tangle halt. Und ja, so. Mache ich euch mal ein Beispiel. So, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. So. Ah, ist mir zu groß. So. So, das reicht. So. So geht es viel schneller. Ich hätte es eigentlich auch davor machen können, aber ich war irgendwie zu faul. Ich weiß nicht. So. Egal, kann man so machen. Mache ich mal. Ach. Mache ich mal 3 Etagen. Denn natürlich ist es jetzt kein. Ups. Es ist kein echtes. Hier. Ah. So. So. Fangen wir jetzt mal an. Ihr braucht ein Schild. Das ist klar. Ein Schild. Iron Ore, also hier diesen Eisenblock hier, ein Iron Ore. Dann braucht ihr so einen Schalter, also so einen Knopf halt, nicht so einen Schalter, ich meine so einen Knopf. Und genau, Glas. Glas braucht ihr auch. So, fangen wir mal an. Also der Boden, also so breit oder so groß, wie ihr den Lift machen wollt, muss aus Iron Ore bestehen. Muss. Anders geht es nicht. Aber wenn ihr Iron Ore hier jetzt einbaut, also weil ich es ja so bestehen muss, sollte die Wand, also hier, das Äußere hier, nicht mit Iron Ore, wie soll ich sagen, gebaut sein. Sonst wird das gar nicht klappen. Ja. So. Dann hängen wir mal hier ein Schild dran. Aber es muss in der dritten Höhe sein. So, 1, 2, 3. Das muss hier stehen. Und der Knopf unten drunter. So. Immer in der dritten halt. So. Ja. Jetzt steht da zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Rechtsklick drücke. Ah ne, das ist was anderes. Ah, hier. There is only one floor silly. So. Dann gehe ich mal hoch. Ups.
Das war jetzt. Oh ne, Moment. Das war jetzt zu tief. Zu tief. So. Das heißt One Floor City, das heißt, ich muss dann also in der nächsten Ebene hier Glas hin machen. So. Jetzt mache ich hier auch ein Schildchen mit einem Button, auch dritte Höhe. 1, 2, 3. Hier. Macht ihr dann Rechtsklick, da steht da Current Floor 2. Also wir sind in der zweiten Ebene, beziehungsweise in der Etage. Und Test 1. Ihr könnt immer Rechtsklick machen, um die Etagen, also wo ihr hinfahren könnt, könnt ihr immer wechseln. Ich mache jetzt Rechtsklick, das geht ja nicht, weil ich ja nur eine erstellt habe. Gleich werden wir die nächsten erstellen. So. Den nächsten erstellen. So. Deshalb mache ich also für die erste Etage jetzt Rechtsklick und schon bin ich unten. So. Hat geklappt. So, jetzt macht ihr hier noch einmal Rechtsklick, damit ihr auch in der ersten Etage aktiviert habt. Macht ihr Rechtsklick, geht ihr jetzt nach oben. So. Nächste Etage, müsst ihr jetzt, Moment. Ah, das klappt nicht, Moment. Genau. Well, das ist fail. So. Mach ich mal so. So. Das ist jetzt die letzte Etage, mache ich mal. Oh, hier sind zwei Abstände. Das war jetzt ein Fehler. Es muss ja noch eins höher sein. So. Nimmt jetzt wieder das Schild. Dritte. Also hier, natürlich hier. Vergessen. Hier muss ja das Glas noch hin, damit wir die nächste Etage machen. Aber eins tiefer können wir nicht machen, weil das Schild da hängt, ne? Also mache ich das jetzt nochmal rückgängig. Hier. Eins nach oben. Perfekt. Was brauchen wir dann? So. Da müssen wir noch eins höher machen. Ist ja klar. So. Nun hier euren Button und hier das Schild. So, Rechtsklick und schon könnt ihr wählen. Erste Etage. Ups, ich habe das aussehen mit dem Schild gemacht. Erste, zweite. So, mach schon mal erste und schon bin ich unten. So, das war's mit meinem Tutorial. Nächstes Mal zeige ich euch einen anderen Plugin halt. Und ja, dann freue ich mich mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.